Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 oder soll ich einfach nur sagen, dem neuen Dragon Ball Sparking Zero. Mein Name ist Melek und falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch natürlich sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Freunde, ich habe ja bei euch bereits erzählt über diesen sogenannten Tournament Mode und das, was ich gesagt habe, hat sich ja logischerweise wie immer bewahrheitet, weil ich euch einfach die Wahrheit sage. Und weil das einfach nur geisteskrank ist und weil dieses Game einfach nur für Gänsehaut sorgt. Und wir schauen uns gemeinsam das Video an und ich werde auf die ein oder anderen Punkte eingehen, was das Tournament angeht. Let's go! In Battle Mode, you can fight online in ranked or custom matches or play offline against the CPU or your friends in the Hyperbolic Time Chamber stage. With ranked matches, you can set your matchmaking conditions to find your ideal opponents with balanced character cost restrictions and check the leaderboard rankings. In World Tournament Mode, you can create or join a tournament online with rivals around the world or play offline in a tournament created for you. In this mode, you can create your own tournament rules or play in iconic tournaments from the animation. Each tournament comes with its own rule set that may adjust stages, victory conditions, and more. Today, we'll follow Great Saiyaman in his quest for victory at the World Tournament. Victory conditions include defeating your opponents the traditional way or by sending your opponents out of bounds. Persevere, and you can rise up the ladder to achieve victory. Freunde, und es ist sowas von geil, dass wir endlich hier wirklich den Tournament-Mode haben, der jetzt hier nochmal über ein Video gezeigt wird. Und auf die ein oder anderen Sachen möchte ich mal eingehen. Und zwar habe ich ja bereits gesagt gehabt, ich war ja vor Ort und so auf der Gamescom, habe ja mit den Entwicklern und so gesprochen. Und dieses sogenannte Player-Match und Ranked-Match und Rankings und so weiter verleiht dem Game an sich ein komplett neues Level. Das ist einfach nur geisteskrank. Und ich sage euch auch warum. Falls ihr Budokai Tenkaichi 2 und 3 gespielt habt und dort auch diese Tourneys machen konntet oder gegen Freunde irgendwie ein Splitscreen spielen konntet und so weiter, das war schon sehr, sehr cool. Seien wir ehrlich, das war richtig, richtig geil. Das hat auch richtig Bock gemacht. Aber was da immer gefehlt hat einfach war zu der damaligen Zeit der Aspekt des Online quasi Spiels. Und das ist halt einfach ultra geil, dass wir das eben hier in diesem Spiel haben. Dass sie das wirklich integriert haben und das ist dann dadurch eigentlich dann ist es einfach nur besser, weil ihr müsst nicht gegen einen Freund eigentlich spielen. Ihr müsst, also könnt vor allen Dingen natürlich auch offline spielen, gegen eine CPU. Aber das wirklich, wirklich, wirklich krasse, wirklich, wirklich, wirklich krasse ist einfach, dass ihr wirklich Ranked Match spielen könnt. Und was meint ihr, was für krasse Spieler bei Tenkaichi an sich, also sprich bei Sparking Zero an sich, für Leute rumlaufen? Das ist wirklich geisteskrank. Das ist geisteskrank. Diese Option ist wirklich richtig gut. Und man kann daraus eigentlich nur lernen. Man kann eigentlich davon eigentlich nur lernen. Das ist richtig, richtig krank. Das ist wirklich richtig übel. Dann habt ihr hier natürlich auch logischerweise die Kampfregeln, die Rankings, die ich sag mal Verbindungsqualität, die Finisher-Rate unter anderem. Das wird im Übrigen auch alles noch angepasst, sprich verbessert werden. With balanced character cost restrictions and check the leaderboard rankings. In World Tournament Mode. Und das ist wirklich, wirklich krass einfach. Das ist so krass und geil, dass es Leaderboards gibt. Das heißt, Leute, es kann wirklich gut sein, dass es wirklich, also deutschlandweit, europaweit bestimmt Sparking Zero Turniere geben wird, wo wirklich die Leute in so einem World Tournament quasi Turnier mitmachen werden. Es kann sehr, sehr gut sein, auch wenn die Entwickler gesagt haben, dass das jetzt, ja, ich sag mal, nicht die Intention der Entwickler zum Beispiel war, des gesamten Entwicklerteams war, dass die Entwickler zum Beispiel so ein richtig heftiges Competitive ESL-mäßig Game quasi produzieren. Das haben die eigentlich gar nicht so, ich sag mal, in Fokus gerückt, sondern eher wirklich, dass die Leute untereinander richtig gut und viel fighten können, trainieren können und das Game wirklich in allen Zügen wirklich auch spielen können und ja, einfach erleben irgendwie. Und das ist richtig, richtig geil. Und falls ihr es nicht seht, ich weiß nicht, ob ich reinscrollen kann. Kann ich nicht. Shit, oder? Zoom. Doch, geht. Alles klar. Sorry. Falls ihr es nicht gesehen habt, man kann sogar hier das Online-Tournament spielen. Also das ist richtig, richtig krass. Also ihr könnt ein Online-Tournament spielen. Was meint ihr, wie geil das ist? Wie geil ist das, mit einem Online-Tournament zu spielen? Also ehrlich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hatte es bereits in dem einen Video auch gesagt gehabt, dass das kommen wird. Aber hier haben wir es nochmal und ich finde, es ist verdammt gut geworden. Die haben es verdammt gut nochmal hier gezeigt.
dass das einfach dabei ist. In Battle Mode, you can fight online in ranked or custom matches or play offline against the CPU or your friends in the Hyperbolic Time Chamber stage. With ranked matches, you can set your matchmaking conditions to find your ideal opponents with balanced character cost restrictions and check the leaderboard rankings. In World Tournament Mode, you can create or join a tournament online with rivals around the world or play offline in a tournament created for you. In this mode, you can create... Genau, und hier könnt ihr auch eure, ich sag mal, Tournament-Maps unter anderem erstellen. World Tournament, Zellspiele, andere World Tournaments, Tournament of Destroyers, Tournament of Power, sprich Turnier der Kraft, die Yamshu-Spiele. Das ist sowas von geil. Es ist sowas von geil. Ihr habt wirklich, ihr habt Time-Limits, könnt ihr einstellen. Ihr könnt einstellen, ob es Single-Battles sind. Charakterselektion könnt ihr einstellen. Ihr habt so viele Möglichkeiten, auch ob ihr jetzt draußen halt so, sprich außerhalb des Ringes zum Beispiel, disqualifiziert werdet oder nicht. Das ist so geil gemacht. Das ist so geil gemacht. Und versteht ihr, warum ich jetzt immer wieder sage, und ich habe wirklich, bin echt so überzeugt von diesem Spiel, versteht ihr, warum ich sage, warum dieses Game einfach einer der besten Dragon Ball Games überhaupt sein wird? Your own tournament rules or play an iconic tournament from the animation. Each tournament comes with its own rule set that may adjust stages, victory conditions and more. Today we'll follow Great Saiyaman in his quest for victory at the World Tournament. Victory conditions include defeating your opponents the traditional way or by sending your opponents out of bounds. Persevere and you can rise up the ladder to achieve victory. Richtig geil, Freunde, und das ist echt, also das ist wirklich extrem gelungen, muss man einfach sagen. Freunde, ich wollte euch das ganz kurz einfach nur teilen, ich bin vor allen Dingen auf eure Meinung gespannt. Ich verspreche es euch hier bei meinem Namen, dass das Spiel mit diesem Mode absolut geisteskrank sein wird. Absolut geisteskrank sein wird. Ihr werdet das alle lieben, ihr werdet das alle genießen zu 100%. Es sind nicht nur irgendwelche leeren Worte, die ich euch gerade sage, sondern es ist wahr. Als ich auf der Gamescom war und bei den Entwicklern persönlich war und so, hat sich dieses Game auch nicht so angefühlt, als wäre das irgendwie ein komplett, ich sag mal, unfertiges Spiel oder so. Das hat sich für mich total, ich sag mal, fertig schon angefühlt. Das ist ein extrem gutes Spiel, wirklich. So, in diesem Sinne, haut rein, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ciao, 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 euer Malik, und bis dahin, lasst wie immer eure Meinung da. Ich bin gespannt. Ciao, ciao.